Wenn sie das denn wollten, was wahrscheinlich keine Sau will. Kleiner Springbrunnen. Mini Springbrunne. There you go. Ja. Ach so, der Rest. Ja gut, genau. Die kommen nur am Eingang, die Deals. Edle Bank. Am Arsch. Großer Springbrunnen. Yay. There you go. Bam. Was haben wir da? Ein Spinnrad für die Kiddies. Natürlich. Bam. Edles Spinnrad. Nix. Jawohl. Eine Wippe. Eine edle Wippe wahrscheinlich. Was zum Henker ist das? Rutschenanlage. Edle Rutschenanlage. Kostet doch alles dasselbe. Zusätzliche Polsterung. Great shit. Also direkt am Eingang die Kiddies. Die kann man dann da abliefern, damit die all die Fresshalde. Und dann... Bam. Kann man die Drogendeals abwickeln. So sieht's aus. Wenn man die Kiddies abgenudelt hat. Ein stehender Stein. Jetzt geht's aber los. Können wir Stonehenge nachbauen. Also no can do. Ich kann das nicht. Aber... nice. Okay, cool. Machen wir das doch. Bauen wir sie im Kreis auf. Und mittendrin einen kleinen Pnies. Neue Gebäude. Fuck up. So. Yeah. Dann. Den da. Ja. Bisschen drehe. So. Joik. Und dann den. There you go. Und mitten rein stehende Steine. What the actual fuck? Nice. Okay. Da geht natürlich echt was, ne? Ist das? Eine Straßenuhr. Sehr geil. Die hängen wir dahin. Damit die Leute auch sehen, wann die Drogendeals beendet sind. Berufsschulbank. Mhm. Berufsschultisch, Berufsschule. The shit is happening. Perfekt für eine Gruppe von Studenten. Ja, okay, gut. Da geht's dann natürlich jetzt darum, dass wir da The Campus natürlich raushauen. The Krampus! Wo waren denn jetzt hier die blöden Tische? Ah, komm mal, komm, die setzen wir auch noch dahin. Passt zwar so rein gar nicht zu Stonehenge, aber egal. Da haben wir jetzt auch eine Kanone am Start. Und dann Picknicktische drumherum. So, ist das nice oder ist das nice? Weiß nicht. Nicht sicher. Nicht sicher. Auf jeden Fall voided der Park. Was ist denn das Maximum hier? Stufe 5. So, wir brauchen nur noch Besucher, weil die Unterhaltung haben wir schon wieder rausgehauen. Guten Morgen zusammen, was für ein schöner Sonnenaufgang. Chirpy. Du Pimmel. Das interessiert mich ein Scheiß. Was ein Typ. So, jetzt gucken wir erstmal, wie es hier weitergehen soll. Beziehungsweise, ich will jetzt nicht sofort anfangen, Campus rauszuhauen, ja. Ich glaube, das wäre zu hart. Was wir aber hier raushauen können. Auf jeden Fall. Irgendwie bringen die Bürogebäude in dem Game so rein gar nichts, ne. Beziehungsweise, ich habe damit eigentlich immer wenig Glück mit den Bürogebäuden. So, das wird die Abgrenzung. Vom Industriegebiet zum normalen Gebiet. Gebiert. Und dann innere Straße durchziehe. Bam. So, weil dann können wir jetzt da schauen, dass das klappt. Wie sieht's denn jetzt aus mit allem? So. Strom ist gut. Wasser ist gut. Müll ist gerade so in Ordnung. Aber wir haben ja den schwimmende Müllsammler. Apropos, ich wollte gerade mal gucken, ob meine vordefinierten Thingies noch da sind. Three-way Intersection. Oh Gott. Nee, sind sie nicht. Gut, die muss ich mir dann nochmal besorgen. Weil die Vorlagen, die wir dazu hatten, die brauche ich auf jeden Fall wieder. Das sind diese Dinger hier zum Beispiel. Diese Straßenabschnitte. Und so, die sind weg. Yep, I see. They gone. Es sei denn, ja doch. They gone. Müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Aber gut, ist jetzt nicht das Problem. Momentan benötige ich sie nicht.
Ist jetzt hier bald mal alles leer? Ja, gut. Die Industrie kackt langsam ab. Und Wohnungen und sonstiger Bedarf ist in Ordnung. The Void Park wird expandiert, das läuft also auch. Dementsprechend, ich weiß nicht, Anonymous, guten, ob ich jetzt direkt einen Campus bauen sollte. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Parkpflege vor allem. Parkpflegegebäude werden die Fahrzeuge zur Pflege des Parks gelagert und gewartet. Diese Fahrzeuge sind in der gesamten Stadt unterwegs, um Parks zu verschönern sowie ihren Unterhaltungswert und Radius zu erhöhen. Okay, also alle Parks. Oh, das ist neu. Das ist allerdings neu. Zumindest mal für mich. Dementsprechend, da der Park hier ist, müssen wir es theoretisch irgendwo hier raushauen. Da ist jemand dead. Aber no one cares. Obwohl, irgendwo da ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Irgendwo, wo Platz ist, das trifft es vielleicht eher. Expansion incoming. Das Problem ist, dass es hier einfach nur steil bergab geht. Schauen Sie mal, ein neues Grundstück steht zum Verkauf. I don't even care. Aber das ist gut, die Reichweite zu erhöhen und so weiter, das ist auf jeden Fall was, was wir benötigen. Ach, das ist aber blöd geformt. Ja, echt voll für den Arsch, ey. Geht das wenigstens in die ganze City? Nicht wirklich. Okay, also es muss hier hin irgendwo. Müllprobleme? Really? Achso, apropos, Bestattungswesen. Ja, passt. Okay, trotzdem müssen wir hier in die Nähe vom Park den Mist hinmachen. Hier ist halt soweit zugebaut, obwohl es vielleicht possible ist, es hier hinzusetzen. Is it? No, it's not! Scheiße. Gefälle zu geil. Gefälle zu geil. Da geht's auch nicht hin. Da? Obwohl, im Wohngebiet will ich es jetzt eigentlich gar nicht haben. Ne? Macht wahrscheinlich Lärm. Ich hab keinen Platz. What the shit? Veterans Day? Nice. Toxic, yeah, ja. Gefälle zu steil. Okay, Void, bis später. Viel Spaß beim Drucker aussuche. Okay, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Das ist Wohngebiet. Ja, ich muss es hier reinmachen. Es geht nicht anders. Da. So, dass die Parks auf jeden Fall besser werden. Danke für dein Follow. Ab jetzt werden die Parks von der Parkpflege gefistet. That's awesome. I like some Parkfisting. Nein. Das... Ah ne, passt noch. Okay, cool. Das passt noch. The Void Park. Ja, wir müssen nur auf die Besucher warten. Ich sehe schon, dann kriegt ihr irgendwann Stufe 5. Kann mir jemand Ohrenstöpsel oder einen Gehörschutz empfehlen? Dieser ganze Krach macht mich sick. Wo? Anna. Why? Warum ist es da so laut? Lärmbelästigung. Ja, you are. You are sick. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall so eine Sauna oder sowas raushauen. Das ist das Bestattungswesen. Wo willst du jetzt eigentlich hin, so? Da, Sauna? Sauna. Somewhere. Yes. Sauna? Bam. So, there you go. Und hier müsste jetzt doch echt eigentlich schon alles rausgelutscht sein. Naja, hier oben geht's noch weiter. Wir könnten darüber expandieren. Es ist halt die Frage, macht das Sinn? Eigentlich erstmal nicht. Wir haben ja auch hier schon rüber expandiert, wo ich eigentlich auch noch nichts angefangen habe zu bauen. Das sollten wir später auch nochmal in Angriff nehmen. Das wäre übrigens auch für einen Flughafen ein toller Ort, weil wir hier direkt auch die Anbindung an die Gleise hätten. Ich habe hier nämlich überhaupt keinen Gleisverkehr drin, ne? Also Züge? Nope. Oh, Öl. Cool. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall eine Brücke hier rüberziehen. Was jetzt natürlich nicht geklappt hat. War hier den Staudamm. Ja, der hat's echt nicht gebracht. Deswegen ziehen wir jetzt eine einfache Brücke darüber und gucken mal, dass wir da einen Bahnhof hinbekommen.
Ich glaube, das macht durchaus Sinn, dass wir da vielleicht mal ein bisschen mehr reisen können. Erstmal mit einer normalen Brücke und später halt auch mit der Autobahn, obwohl ich gerade überlege, nur die Autobahn zu machen. Wo ist sie denn? Die Autobahn, irgendwo unterirdisch. Das müsste die sein. Unterirdisch, da ist sie. And there it stops. Wir könnten sie also einmal komplett hier runterziehen. In diese Richtung, darüber und wieder zurück, Florian. What? Das ist aber ein bisschen strange, ne? Okay, keine Verbesserung möglich. Das heißt, wir haben diesen Typ bereits. Und dann würde ich versuchen, den Schiss da rüber zu ziehen. Allerdings smasht er mir da echt einen raus. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Sinn der Sache. Mal gucken, wie weit wir damit hierher kommen. Ohne, dass er da rauslunzt. Beziehungsweise, geht er da runter? Ja, geht er? Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Allerdings müssen wir gucken, dass wir das recht gerade ziehen. Zumindest mal bis hierhin. Boom. Okay. Not bad. Ja. Genau, weil dann können wir die Autobahn einfach darüber ziehen und versuchen, dort auch mit der Zuganbindung zu arbeiten, weil sie dann nicht durch den Stadtverkehr müssen. Nice. I would say, that's nice. Okay, gut, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da drüben irgendwo rauskommen. Ja, geschwungen wäre toll. Genau, nimm das. Dann schwing. Schwing it. Schwing. Irgendwo da. Hin. Jank. Yo, ist halt eine krasse Kurve, aber macht nichts. Okay. Da können wir jetzt einfach raus, irgendwie. Und dann eine normale Straße anbinden, damit wir hier definitiv... Ja, ich glaube, ich brauche erst die normale Straße überhaupt, um hier wieder klarzukommen mit der Autobahnanbindung. Also, I'm not sure about that. Wo ist er denn? Schienenverkehr. Da. Dann eigentlich Fracht und Personen, eigentlich beides. Schiene, Schuhbahn, U-Bahn, stimmt, U-Bahn haben wir auch. Straßenbahn, Moment. Zug, yay. Bahnhof, können wir den einfach reinwichsen? Naja, theoretisch. Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Okay, das heißt, wir ziehen auf jeden Fall eine gerade Straße entlang. Und gucken, dass wir die Schienen an der Stelle erstmal nicht kreuzen. Och Mist, ich hab kein Obst mehr. Was sind das für geile Informationen? Schade. Ich hab kein Obst mehr, was? Zum Henker. Okay. Nee, dann hauen wir den hier auf jeden Fall raus, irgendwie. So. Ah, gerade, gerade. Außerhalb der Stadtgrenzen, well, fuck. Ja, fangen wir hier an. Gerade. Bin mir nicht sicher, wie gerade das tatsächlich gerade ist. Gerade. Aber, was soll's. Moment, können wir das im Vorbeifahren? Macht das Sinn? One way? Ja, solange hier nichts anderes gebaut wird, theoretisch ja. Naja, wir gucken mal. Auf jeden Fall, snap. Snap. Why won't you? Ja, genau. Anpasse mit. Genau, genau, genau. There you go. Aber irgendwie hat er da gerade überhaupt keinen Bock drauf, das in einigermaßen gerade zu machen. Er will es jetzt mit den Schienen mitziehen. Das ist nicht das, was ich wollte, Chirpy. Was auch immer du gesagt hast, shut the fuck up, asshole. Asshole. So? Nee, das geht nicht. So, geht auch noch nicht. Da, nein. Da, ja. Ja, aber er will das... parallel zur Schiene, das bin ich halt nicht. Sag das. Obwohl, andererseits können wir es doch parallel zur Schiene ziehen. Hauptsache, es gibt kein Chaos. Weißt du was? Passt. Bam. So, Zug.